Gemeinschaft schaffen. Nur gemeinsam geht das. Das sagt doch immer Mama Merkel. Gut gemacht, Commander. Es ist gut für die Moral, wenn wir eine Mission so perfekt abschließen. Das sieht er bestimmt anders. So, wir brauchen Klingensturm. Und Wächter ist auch gut. Und was macht denn das hier? Serie ist auch gut. Im Inneren des Anzugs haben wir etwas gefunden, das vielleicht der Prototyp für die scheinbar endlosen Truppen der Elben sein könnte. Selbst wenn ich all meine Bemühungen einzig und allein auf diese Forschung konzentriere, wird es einiges an Zeit und Ressourcen kosten, dieses Exemplar vollständig zu analysieren. Okay. Ihre Erkenntnisse bei der Schmiede sind beunruhigend, Commander. Wenn die Aliens ihre Advent-Truppen in Massen sammeln oder produzieren, wird es für uns viel schwieriger, sie zu besiegen. Untersuchen Sie das mit Ihrem Team weiter. Jupp, mach ich. Ziel hinzugefügt. Okay. Wir sind einsatzbereit, wenn Sie es sind, Commander. Ich habe unsere Ziele aktualisiert. Nein, wir sind einsatzbereit, wenn unsere Kollegen hier fertig sind. Weil die Hälfte kann ich nicht benutzen. Das ist schlecht. Und dieses Wesen aus der Einrichtung der Ältesten sei ist still. Meinem Volk nicht bekannt. Es ist etwas anderes als wir. Ein Versuch, etwas Verlorenes zurückzuholen. Es muss vernichtet werden, so wie alle gefesselten Kreationen der Ältesten. Vielen Dank für deinen Input, aber misch dich nicht ein, wenn ich hier rede. So, ich mache eine kurze Pause, mach Kohlen und guck mir das YouTube-Video von Babs an und dann geht's hier gleich weiter. Ungefähr in 10 Minuten. Bis gleich. So. Meine schönen Leute, es geht weiter. Ja, wir haben endlich mal eine Story-Mission abgeschlossen. Und haben neue Sachen dazu bekommen. Juhu. Und jetzt müssen wir irgendwelchen Bullshit-Scannen gehen, damit wir ein bisschen Zeit verballern. Genau, das dürfte weniger werden jetzt. Diese Einrichtung war offenbar von höchster Bedeutung für die Aliens, Commander. Dieser Rückschlag und der Verlust des Wesens, das ihr Team bergen konnte, werden die Fortschritte der Aliens beim Avatar-Projekt sicher verlangsamen. Avenger berechnet neuen Kurs. So, dann scannen wir mal einen Wolf und hoffentlich dauert das lang genug, damit wir hier Leute wieder heile haben. Unsere Aktionen oder auch nicht. Waren doch erfolgreich und die Ältesten spüren Angst. Schön. Neue verdeckte Aktion. Ein Einrichtungshinweis. Ja. Ja. Aber Wissenschaftler sind auch wichtig. Zielsicherheit plus 3. Eigentlich wäre es ja am besten, wenn man dann so einen Spezialisten noch zur Sicherheit gibt, weil wenn die dann Overwatch haben, dann können die das Zünglein an der Waage sein. Und dann geh es einfach, weiß ich nicht, du, mit wem bist du befreundet? Mit dem hier. Gehst du zusammen mit dem? Nein,
Eigentlich wollte ich eure Kompatibilität sehen, aber ja, das ist jetzt halt so. Ich befehle meinen Leuten, sich sofort auf den Weg zu machen. Gut so. So. Und wir scannen derweil weiter. Sie werden feststellen, dass unsere Ergebnisse alle Erwartungen übertreffen. Okay. Ersatzteile. Was kriege ich denn für Ersatzteile? Kosten für alle Testbereichprojekte um 20% reduzieren, aber ehrlich gesagt habe ich doch eigentlich genug. Nachtlanze des Jägers, Nachtkralle des Jägers. Das hier ist aber eigentlich viel wichtiger. Stärkere Sniper-Rifles. Oder wir machen mal so ein Schattenkammerzeug. Nachdem wir das Alien-Artefakt nun zur Schattenkammer gebracht haben, sollten wir möglichst bald mit der Analyse beginnen. Es scheint riskant, aber wir kommen nicht drum rum, es zu aktivieren, wenn wir es verstehen wollen. Ah ja. Oh, mache ich das jetzt? Nee. Hallo, Commander. Ajo. Ersatzteile 1. Testbereich Projekte. Trotzdem verlassen. Was kann ich für Sie tun, Commander? Was sind denn unsere Testbereich Projekte? Kevin scheint die Angewohnheit zu haben, an der Narbe auf seinem Kopf zu kratzen. Hat denn jemand nachgesehen, ob der Chip wirklich weg ist? Lass hier doch mal in Ruhe. Ja. Ich bin nicht wirklich im Glauben, dass wir das wirklich brauchen hier, ne? 20% billiger. Ihre Befehle, Commander. Ja, das ist gut. Mach mal hier Lanzen. Ich gebe Bescheid, sobald wir etwas Spruchreifes haben. Neue Befehle, Commander? Ja. Wir brauchen Waffen. Ach, die habe ich noch gar nicht gebaut gehabt, hier die Strahlenkanonen und sowas. Ja, dann hau rein. Das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Das hier. Nee. Mehr scannen. Schön. Wie lange brauchen unsere Leute noch? Soldaten. 6 Tage, 5, 4, 2. Also 6 Tage, dann wäre alles safe eigentlich. Was war das da noch an der Wand? Wir tun, Ehrenwand. Was wir können, um unsere gefallenen Soldaten zu ehren, Commander. Es ist nicht viel, aber so können unsere Leute wenigstens ihren Respekt zollen. Da sind aber nur zwei. Die Advent-Propaganda verbreitet weiter Nachrichten über Rebellenangriffe. Doch hier spricht die Stimme des Widerstands. Und ich sage euch, glaubt ihnen kein Wort.
Unsere Kämpfer geben alles, um zurückzuholen, was rechtmäßig uns gehört. Ich würde mir die Sachen gerne näher ansehen. Aber nein. 6 Tage habe ich gesagt. Was können wir denn noch so lange machen? Energie brauche ich, glaube ich, nicht so dringend. Ja, machen wir Informationen. Okay, dann... Ach, ist direkt daneben. Ja, dann... Überfalle einen Advent-Truppentransporter. Wie funktioniert das dann? Müssen wir die dann wieder taggen, die... Echt jetzt? Du fliegst darüber? Tja, es muss wohl so sein. Commander, die Bedingungen am Boden scheinen für ein unbemerktes Vorgehen geeignet zu sein. Wenn wir unsere Leute in Position bringen, sollten sie alle im Verborgenen arbeiten können. Ja, generell schon. Nein. War nicht die Hälfte von euch noch müde? Ist jetzt schon eine Laserwaffe hier oder was? Na gut. Ich glaube, die wird mir nicht viel bringen bei diesem Einsatz hier. Noch ein Ranger. Nehmen wir den mit. Du bekommst dann was Tolles. Nee, Rüstung nicht. Ich will Ausrüstung. Du kriegst noch irgendwas. Ja, so was. Vielleicht sollte ich nicht so knauserig sein mit den Sachen. Einfach mal noch ein paar mehr herstellen. So, wer von euch kann denn besser hacken? Darf ich das sehen? Irgendwo? Hm. 85 plus 20. Dann kriegst du noch hier den Schädelstecker mit bei.
hast noch gar keine persönliche Kampfsimulation. Ja. Mobilität ist eigentlich immer ganz gut, damit können wir dann schneller hinlaufen und die Leute verprügeln. Ja, er hat schon eine, das ist gut. Und er müsste auch eine haben, glaube ich. Nee. Kriegst du denn dann Mobilität auch? Ja, ne? Ja, los geht's. Skyranger eingesetzt. Sind in Position für den Einsatz. Mobilität ist alles. Die Aufklärung hat eine Übertragung von einem vom Widerstand lahmgelegten Advent-Truppentransporter hier im Gebiet abgefangen. Die Aliens haben ihn noch nicht wieder zum Laufen gebracht. Also holen wir uns so viel Material wie möglich. Sie werden uns nicht freundlich empfangen. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie das Gebiet. Ja, okay. Hallo Witcher. Der Advent-Truppentransporter ist in der Nähe. Angreifen und alle Feinde neutralisieren. Der Trupp ist in Positionen verborgen. In Anbetracht der Umweltbedingungen da unten sollten sie in Verborgenheit bleiben können, ohne sich gegenseitig zu verraten, wenn sie entdeckt werden. Ich verstehe immer noch nicht so, wie der das meint, ne? Ach so. Weil die jetzt halt hier diese Einladung hier in den Schatten. Und so. Es ist super geil, super geil. Ich dich. Super geil, super geil. Ich bin's. Super geil, super geil. Und du bist super geil. Getting it done. Super geil. Danke, Witcher. Ja, bei mir ist alles klar soweit. Alien schnetzeln. Ja. Boah, die kann jetzt unglaublich weit rennen. Wie geil ist das denn? Fuck, ich habe vergessen zu speichern. Okay, machen wir das jetzt mal. Ganz normaler Alltag beginnt wieder. Meinst du jetzt wegen Stream oder meinst du wegen deiner, ich nenne es mal, Verpflichtungen? Already there. Enemy squad located. Oh, das wird gleich richtig super. Wenn ich dann einen aufdecke, dann kommen sie alle. Vielleicht hier hin. Tempo. Gar keine Sniper Boys dabei, ne? Naja.
Ja, ich habe vergessen zu speichern, weil ihr den Command nicht oft genug benutzt dafür, ne? Ausrufezeichen speichern. Und genau so ist das. Ich müsste mir dafür vielleicht wirklich noch einen kleinen Alert einbauen hier, dass ich dann ja tatsächlich auch ein kleines anderes Alert bekomme, damit ich dann das nicht einfach im Chat übersehe, wenn dann Speicherzeit ist. So, du bist noch über. Du bist Mr. Schock. Wenn wir den hier hinstellen, dann decken wir da hinten alles auf. Nee, 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 das machen wir nicht, ne? Wenn ich den hier hinstelle, dann wird der bestimmt hier aufgedeckt. Nee. Machen wir mal. Ich sehe den Weg. I see the way. Oh, das wird so schön. Bitte bleibt da stehen. Also, die anderen sollen bitte auch hier stehen bleiben. Ihr lauft zu weit. Genau, bleibt einfach da. Einfach nur da bleiben. Jetzt speichern wir das Ganze nochmal. Ja, komm. So. Und jetzt gibt das heftiges Fratzengeballer. Ach, guck mal, ist das nicht schön? Das ist gut. Ja, reicht das hier noch für eine weitere Granate? Nein. Oh, und ich habe keinen Sniper-Dude dabei. Wie schlecht ist das denn? So, wer ist denn mal... wo ist denn der andere Lanzenheini von mir hier? Da war er doch. Den würde ich eigentlich lieber weglanzen, weil... Ja, dann ist er weg, ne? Aber vielleicht müssen wir vorher den hier anschließen, wegen Overwatch. So, Lu, mach Dinge. Ratatatatam. Wächter. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt alle in Overwatch setzen und das Beste hoffen, aber also nicht alle, sondern die, ne, hier die Spezialisten mit ihren tollen Sachen. Ja, hier, Lucas Sugar Daddy, der ist auch mit dabei. Nur Schlangemann, der ist noch kaputt. Von der letzten Mission. Wen könntest du denn mal zerreißen? Tja. Oh, voll gut. Damit zerreiße ich quasi zwei auf einmal.
Das machen wir doch vielleicht direkt. Ich reiße dich in Stücke. Mach es. So, nur ein Schaden. Oh. So, parieren. Wie sieht das denn aus? Können wir hier euch beide... Nee, ne? Ihr habt euch auch echt so scheiße hingestellt. Ja, der Schlangemann, der hat irgendwie in der letzten Mission, das war ja glaube ich die, oh, Beute zerstört. Schade. In der letzten Mission, da haben wir ja glaube ich den letzten der drei... Ach, der hat gar keine Salve gehabt. Na egal. Da haben wir den letzten der drei Iopies hier, die diese, ich weiß gar nicht, wie hießen die, die Auserwählten kaputt gemacht. Und da hat er dann auch Schaden gefressen, glaube ich. Ich glaube, so war das. Plus einen Fähigkeitspunkt, der braucht gar keine. Okay, I'll go. Jo, mach das. Und wir setzen jetzt einfach alle in Feuerschutz. Weil... Ah, so weit vor will ich eigentlich nicht. Ah, scheiße. Weil die haben Wächter, die können eventuell mehrfach drauf schießen. Ja. Ja. Weiß nicht, soll ich den vielleicht weghieben? Ja, ne? Schön. Habt ihr das gesehen? Jo. Piu, piu. No. No. Negative damage. Ihr seid voll schlecht. Und die muss jetzt... Oh, unantastbar. Gut. Ja, chill mal jetzt. Also nicht. Also der explodiert wahrscheinlich wieder, wenn ich den kaputt mache. Aber hier brennt auch, glaube ich, nichts, ne? Wo sie steht. Und schießen kaputt. Ja, was sagt ihr dazu? Dazu sage ich. Ich habe es nicht anders erwartet. Oh, habt ihr das Klackern gehört? Nein, auch noch zwei von den Spasten. Sorry. Das sagt man nicht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr ungehalten über diese Kombination, die hier gerade vor mir aufgetaucht ist. Der hier ist halb so schlimm, aber die beiden. Ach, die beiden kann ich gar nicht gebrauchen. Und ihr trefft nichts. Warum habe ich euch mitgenommen? Ja, ich vertraue dir auch, aber dafür musst du auch Leistung bringen. Wir sind immerhin noch eine Leistungsgesellschaft. Hier hin und dann. Ja. Ach, da wäre ich mir nicht so sicher.
nach Leistung bezahlen, das wäre eine Überlegung wert, aber leider bezahlt man die nicht im herkömmlichen Sinn hier. Oh, Alien, ein Goldstück. Ja. Feuere mit deiner Pistole auf jeden sichtbaren Feind einen Schuss ab. Ja, ich meine, schlechter kann es ja nicht werden, ne? Balla balla. Balla balla. Balla balla. Sieh mal hin. Das ist richtig. Ich hoffe, diese Fässer können nicht explodieren. Denn ich werde mich jetzt daran anschmiegen und ja. Komm, versuch's mal. Dann mit Overwatch wird das bestimmt nichts. Und es hat funktioniert. Ist das einer von meinen Lieblingsgegnern schon mal weg? Ja, daneben. Ja, tatsächlich. Hey. Nochmal. Warum kann ich durch die durchgucken? Deflection. Deflektion. Was passiert hier? Warum macht ihr diese Effekte? Sag mir nicht, du bist jetzt abgestürzt, weil du nebenbei abgestorben bist hier.